Hallo zusammen, herzlich willkommen im Bereich Technologie an der Fachhochschule des Mittelstands. Sie sind hier goldrichtig. Warum? Weil ein Studium im Bereich Technologie an der FHM absolut den Zeitgeist trifft. Weil es inhaltlich auf der Höhe der Zeit ist und Ihnen die Kompetenzen mitgibt, die Sie benötigen, um in Ihrem Job erfolgreich zu sein. Und weil Sie hier auf renommierte Expertinnen und Experten treffen, die Ihnen Ihre Expertise im technischen Bereich zur Verfügung stellen und die Sie eng und fachlich hervorragend durch Ihr Studium begleiten. Was sich genau hinter diesen Merkmalen des Studiums an der FHM verbirgt, das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten ein Stück weit darlegen. Ich habe eben gesagt, dass ein Studium bei uns absolut den Zeitgeist trifft. Warum ist das so? Nun, wir befinden uns in einer Zeit, die geprägt ist von einem technologischen Wandel, wie ihn die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Die vierte industrielle Revolution sorgt dafür, dass sich Maschinen selbst optimieren und ganze Warenströme autonom laufen. Maschinen sammeln fortlaufend Daten und melden ganz selbstständig, wenn sie zum Beispiel gewartet werden müssen. Aber diese Daten haben darüber hinaus das Potenzial für ganz neue Geschäftsmodelle, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, die Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit, also dem Umwelt- und Klimaschutz und der Energieeffizienz, werden immer anspruchsvoller, eröffnen aber gleichzeitig auch ganz neue Chancen. Das alles sind Entwicklungen, in denen man Fach- und Führungskräfte benötigt, die sowohl technischen Sachverstand haben, als auch die richtigen betriebswirtschaftlichen Schlüsse daraus ziehen können. Die Antwort sind Wirtschaftsingenieure. Sie sind Allrounder. Sie verbinden das Beste aus zwei sehr zukunftsträchtigen Welten. Als technikaffine Manager bilden Wirtschaftsingenieure die Schnittstelle zwischen technischer Umsetzung und wirtschaftlichem Management. Durch diese Interdisziplinarität stehen ihnen nach dem erfolgreichen Abschluss viele unterschiedliche Berufsfelder offen. So sind Wirtschaftsingenieure zum Beispiel in Branchen tätig wie der Automobilindustrie, dem Luft- und Raumfahrzeugbau, im Energie- und Umwelttechnologiebereich, in der Informations- und Kommunikationstechnik, in der Medizintechnik, im Maschinenbau und in der Baubranche. Das heißt, sie haben alle Voraussetzungen, um in den Zukunftsbranchen, die in Deutschland und international auch in Zukunft maßgeblich sein werden, tätig und erfolgreich zu sein. Der Wirtschaftsingenieur und die Wirtschaftsingenieurin ist also mit Sicherheit einer der vielseitigsten Berufe, die man anstreben kann. Und ihre Zukunftsaussichten sind wirklich hervorragend. Zahlreiche Studien zählen Wirtschaftsingenieure momentan mit zu den gefragtesten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Und auch wenn aufgrund dieser Tatsache die Anzahl der Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, sind die Berufschancen und Karriereaussichten dennoch sehr gut. Die meisten Jobs gibt es nach wie vor in der Industrie. Aber auch im Bereich Bau oder Dienstleistungen, zum Beispiel in Planungsbüros oder auch im Bauwesen oder im großen Außenhandel, ist die Kombination aus technischem Sachverstand und betriebswirtschaftlichem Know-how sehr gefragt. Also, der Technik gehört die Zukunft und Sie haben hervorragende Startbedingungen. Der zweite Aspekt, den ich genannt habe, betrifft das Studienangebot im Berufsfeld Technologie an der FHM, das inhaltlich absolut auf der Höhe der Zeit ist und Ihnen die Kompetenzen mitgibt, die Sie jetzt und in Zukunft benötigen, um in Ihrem Job erfolgreich zu sein. Im Fokus steht dabei der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur. Was erwartet Sie denn hier inhaltlich? Als technikaffine Manager bilden Sie die Schnittstelle zwischen technischer Umsetzung und wirtschaftlichem Management. Dabei beschäftigen Sie sich mit den ganz großen Themen unserer Zeit. Automatisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Das sind alles Themen und Grundlagen, die Sie im Bereich Technologie an der FHM lernen. Aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcen und Energieeffizienz lernen Sie hier kennen. Natürlich lernen Sie auch wirtschaftliche Inhalte. Projektmanagement oder das Gründen bzw. die Übernahme eines Unternehmens gehören zum Beispiel zu den Kompetenzen, die wir Ihnen vermitteln. Der Arbeitsalltag und die Aufgaben von Wirtschaftsingenieuren sind dabei sehr vielfältig. Die Entwicklung neuer Produkte oder Materialien, der technische Einkauf oder der technische Vertrieb, die Optimierung der Produktion, die Durchführung von Innovationsprojekten, das Management von Großprojekten oder Unternehmensberatung. Je nachdem, wo Sie beruflich tätig sind, können diese Dinge zu Ihren Aufgaben gehören und genau darauf bereiten wir Sie vor. An wen richtet sich denn das Studium eigentlich? Nun ja, unsere technischen Studiengänge richten sich genauso an technikbegeisterte Abiturienten wie an Techniker, Meister und Fachwirte, die sich akademisch weiterbilden bzw. ein Unternehmen gründen oder übernehmen möchten. Für diese Personengruppen haben wir eigene, maßgeschneiderte Angebote entwickelt. Der duale Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur qualifiziert Sie in all den inhaltlichen Bereichen, die wir eben aufgezeigt haben, und vermittelt Ihnen dabei umfassendes Fachwissen auf dem neuesten Stand. Zudem spezialisieren Sie sich während des Studiums in einem der drei folgenden Bereiche: Bauwesen, Energie und Umwelt oder Maschinenbau. Auch und gerade für angehende Wirtschaftsingenieure gilt, je mehr Praxiserfahrung, desto besser. Desto schneller werden Sie im Anschluss an Ihr Studium in verantwortungsvolle Aufgaben, die Sie sich wünschen, reinkommen. In diesem Studiengang kombinieren Sie daher Ihre Praxistätigkeit im Betrieb und Ihr Studium im Wechsel. Der Vorteil: so können Sie beruflich tätig sein und studieren.
und das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Im Studium zum Bachelor of Science Wirtschaftsingenieur integrieren wir Ihren Abschluss vom Industrie- oder Handwerksmeister, staatlich geprüften Techniker oder geprüften technischen Fachwirt vollständig in das Studium. Das heißt für Sie, dass sich Ihre Studienzeit von fast 5 Jahren auf nur 28 Monate verkürzt. Dieses Modell ist deutschlandweit einmalig. Nach 28 Monaten haben Sie also Ihren Bachelor. Ob Sie das als berufsbegleitendes Präsenzstudium oder im Fernstudium studieren, beide Möglichkeiten können wir Ihnen anbieten. Der dritte Aspekt sind Expertinnen und Experten im technologischen Bereich, denen Sie hier in Ihrem Studium an der FAM begegnen werden. Unsere Professorinnen und Professoren gehören zu den Top-Leuten auf ihrem Gebiet. Darunter sind Experten für Automatisierung, für Digitalisierung, für Industrie 4.0, für autonomes Fahren oder auch für moderne Energie- und Umwelttechnologie. Hinzu kommen Fachkräfte aus der Wirtschaft, die mit ihrer massiven Expertise aus renommierten Unternehmen die Lehre im Berufsfeld Technologie als Lehrbeauftragte oder mit Fachvorträgen bereichern. Die FAM arbeitet dabei eng mit ihren Praxis- und Kooperationspartnern zusammen. Dazu gehören zahlreiche Handwerkskammern in ganz Deutschland und Tausende von Unternehmen und Betrieben. Wir unterstützen Sie dabei, dass Sie sich hier an der FAM Ihr erstes persönliches Netzwerk aufbauen und davon profitieren. Also, entscheiden Sie sich für eines unserer Programme im Berufsfeld Technologie und werden Sie zum gefragten Experten bzw. zur gefragten Expertin auf diesem Gebiet. Wir freuen uns auf Sie.